Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zur 39. Folge von We Are Football. 40. Nee, schon? 39. Sag ich doch. 39. Folge von We Are Football. Wir sind jetzt hier weiter angekommen. Jetzt kommt Eichstätt. Und bei mir kommt. Ich predikte München Diesel. Beim nächsten Mal melden wir auch der Schütze. Oder bei mir. Ist ganz schlimm. Danach kommt Aue. Ja, ich will schon, da kommt Fern. Und dann geht es langsam schon hier bald Pokal. Gut, das werden wir die Woche nicht mehr schaffen, glaube ich, oder? Könnte eng werden, ja. Ich möchte erstmal gucken, was für Vereine an mir Interesse haben. Wir haben beide mal das Ziel, den Verein zu wechseln. Oh, die könnten einen neuen Trainer gebrauchen. Also Werbung hier. Ich würde noch bei Bremen. Nee, ich bin nicht in Deutschland. Achso, stimmt, ja. Aber Aarhus, guck mal, das sind auch interessant. Die nehmen mal 4 Sterne. Guck, probier's. Schade. Reicht doch erstmal. Einer reicht erstmal. Immer schon nacheinander. Ich warte mal bei Mallorca, ne? Mal schauen. Stimmt, du warst immer bei Mallorca. Ich mach das mittlerweile nicht mehr. Bei mir verletzen sich die Leute auch nicht. Darmstadt kommt. Die haben echt gut eingekauft. Habe ich gesehen gehabt. Oh, das ist ein direktes Duell, aber 9. gegen 10. Da kommt Regensburg, die sind aktuell 11. Ja. Du hast weniger Spiele wie ich noch bis zum Pokal. Ja, München-Giesing kommt dann. Das heißt, wir könnten den Pokal vielleicht sogar wirklich schaffen. Ja. Weil wenn nur Spieltage von mir sind, ist ja eh weniger zu tun. Hier unten. Ah, okay, bei mir gibt es auch nicht mehr so schade. Das ist natürlich traurig. Genf, wo Genf ist auch am Arsch. Klagenfurt wäre auch geil. Oh! Crotone. Brighton. Ah! Hertha. Bremen. Union. Hier kannst du Union trainieren, ey. Union wäre mal richtig geil, Digga. Ja. Dann würde ich mir gleich mein Trikot aus der Superliga vielleicht wieder anziehen. Ich habe jetzt irgendwie 4 oder 5 Vereine und ja, ich kann ja. Schauen. Wenn Union das nächste Spiel verliert, glaube ich, werden sie. Und ich gewinne, werden sie. Platz pflegen. Nico Bosch, der Bruder. Schon wieder. Oberschenkelprellung. Aber der ist echt verletzungsanfällig. Digga, was für ein Lernjungs, Alter. Der ist krass verletzungsanfällig. Heftig. Heftig. Ich kann mich noch erinnern, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ich lasse die Intensität so und bei mir verletzt sich niemand. Das hast du gerade eben gesagt. 7 Tagen. Ja, nicht in der Folge. Doch. Doch, echt? Halt in der Folge? Wo ich die Intensität runtergestellt habe, hast du das gesagt in der Folge. Stimmt, ja. Vor allem hat er irgendwie der hat auch ein Spiel oder so erst gemacht, als er wieder kam, oder? Naja. Ich lass den Kader jetzt aber so. Du bist besser wieder. Ja. Der Team ist zu allem bereit. Du bist auch besser. Soll ich es nochmal tryen mit dem Doppelpunkt? Ein Spiel würde ich der Sache noch geben. Guck mal, wie lange Moser noch ausfällt. 20 Tage. Nee, das sind so 10 oder so. Die sind alle ungefähr gleich. Also Schipper ist glaube ich 12 Tage, nur 5 Tage, okay. Das heißt, da könntest du ein Spiel wieder Schipper reinstellen. Ja, wenn es klappt. Ja, die brauchen ja nicht so viel Ausdauer. Ja. Du bist das bessere Team, also. Ja klar. Sonst hätte ich dir gesagt, wärst du nicht das bessere Team gewesen, hätte ich gesagt, scheiß nicht nochmal. Eichstätt ist auch 19. nicht? Das könnte man eigentlich schon gewinnen. Mhm. Ah, schade, jetzt gibt's den Konterdirektor. Ja. Victor Palzon. Just one. Wir haben echt einen guten Kader. Serdadosun, Kempe, Palzon. Ich finde meinen Kader aber auch nicht schlecht. Dein Kiel-Kader war echt gut. Also von meinem Kader her, muss ich gestehen, sehe ich mich da aber eher in der oberen Hälfte, so 5. 6. Aber ich meine, es war krass, dass du damals das Angebot von Kiel bekommen hast, nicht? Ja. Na gut, die waren ja eh schon abgestiegen. Ja, aber trotzdem war es krass, dass du einfach so. Ich glaube, du warst in der dritten Liga relativ festgesteckt, nicht? Na, 6. Ja, das war halt so, du steigst auf keinen Fall auf und dann kommt einfach mal Kiel so. Ja, das war sehr lang. Dann hast du sogar schon ein Spiel in die Bayern gehabt. Mhm, was du noch nicht hattest. Nee.
Also ich hoffe natürlich, dass ich... Chillig. Ich hoffe einfach, dass ich gegen Bremen weiterkomme im Pokal. Du hast Bremen? Ich habe Bremen, du hast Schalke. Oh, ich habe Schalke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Schalke habe ich 1-0 verloren. Das Bier, ja, Mann. Junge. Mit dem kann ich mich identifizieren. Schweigert. 17, da sind die. Theo Bremer. Aber ich bin defensiv, finde ich, sehr gut aufgestellt. Ja, mit Garrison auch hauptsächlich. Der ist, geht ja, vor allem Backup-Innenverteidigung habe ich einen guten. Digga, was am Wanger? Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat die. Ich glaube, der hat die Blondine auf dem Spielfeld gesehen. Schöner Seitenwechsel. Den macht er. Nice. Auch bei Serra ist es zwei, finde ich auch krass. Der war auch verletzt, sehr lange. Trotzdem. Der hatte doch Muskelfaserriss. Ja, mein Gott, das ist ja nicht so schlimm. Ich denke mal. Oh, der Lindqvist, den würde ich sofort einwechseln. Okay. Der mit der Nummer 69. Ja, der Doppelsturm. Ich würde jetzt mit hängender Spitze arbeiten, mit Kusch, Attila Kusch als hängende Spitze. Willst du wirklich das riskieren? Ja. Ich. Ja, war jetzt push dich. Attila Kusch macht jetzt ein Tor, ich sag es dir. Der kuscht die weg. Hm. Hugma? No! Was hab ich dir gesagt? Post Malone. Den würdest du doch einen Sieg gönnen, oder? Sag ich dir, was er kann. Der Teterian ist halt nicht so schlecht. Da ist doch so. Teterian, oder so. Der, ich finde den aber nicht so schlecht. Also für die vierte Liga wäre der, glaube ich, optimal. Ja, für die vierte Liga wäre das auch gut. Lindqvist! Nein! Ich bin wieder im Rostor. Reicht doch so lang. Also ich hab's nicht gesehen. Egal. Ich hatte den lecker lieben Schuss abgehauen. Ich meine hier. Achso, ich hab auch nicht hingucken. Pfosten Lindqvist. Lass ihn doch mal hier lernen. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn dahin, wo er hin will. Ein anderes Mädchen ist mit Ben. Lass mal groß in Ruhe. Alles gut? Hm? Ach, bist du auch kurz davon, ne? Der war aber gerade die ganze Zeit draußen. So gut. Und hat sich mit Kicks geprügelt. Hat sich geprügelt. So, jetzt nochmal schnell zurück bei Vicky. Macht ihr. Es kann sein, dass hier die komischen aus Dresden nochmal herkommen. Von Sarah, da bist du. Du kennst doch die Dicke. Warte nicht. Mit dem Kind. Ja, das wird mir schon dann. Das kann sein, dass die herkommen. Kleine Werkbank steht in der Küche. Okay. Sauber. Alles klar. Weil ich nicht weh ist, die haben gesagt, die kommen irgendwann. Okay. Hoffentlich nicht jetzt. Ja, aber wie gesagt. Na? Hm? Hast du das mal bestellt? Ich glaube, den Hund hat schon. Genau. Der ist doch. Der ist lecker, die Hund. Hm? Seid ihr eben schon gemacht? Gut, die machen wir so? Ja. Dann können wir jetzt mal los. Genau. Und dann müssen wir mal gucken, was da zu essen. Das, was es gibt. Na, dann dürfen wir bestellen was, oder? Die hat noch was da. Für mich. Das wird ja reichen. Das glaube ich nicht. Außerdem willst du das alte Wiener vielleicht schon Mittag dann essen? Das ist schon auch nicht. Ich sag mal, das sind nicht lecker da. Hab ich schon gehört, dass du auch keinen Hunger hattest und dann auf eben noch der Hunger hattest. Was kann ich eigentlich tun, wenn Papa mich dahin zieht? Alki, du musst jetzt Leckerli dann bis dahin mitschleppen. Ich dachte, die Hilfe. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Gut, also kommen wir erstmal los. Ja, ja. Wenn die Kinder so laut sind, dann musst du. Und scheiße zusammen. Kusch auch. Nein, das ist nicht. Machst du es dann eigentlich so, dass du das dann so stummst oder dass du einfach drin hast? Vielleicht kacke ich ein bisschen was. Das ist sicher ein Nachbar, glaube ich. Ich weiß es ja, dass der Nachbar vielleicht auch gar nicht mehr, weißt du? Mhm. Du kennst mich ja. Vielleicht mache ich mir einfach keine Ahnung. Irgendwas wird mir einfach, wenn ich sehe. Bloß das Ding ist, ich gucke ja auch nicht jede Wii auf Football an, weil ich einfach die Zeit dafür gar nicht habe. Mir die halbe Stunde nochmal anzugucken, weißt du? Mhm. Ich
Ich wollte dir gerade sagen, ich sag ja Kusch macht ein Tor. Er hat schon zwei Großchancen gehabt. Das ist wie bei ihr Lindquist, Digga. Aber von Sargent sehe ich jetzt gar nichts mehr. Weißt du, von Sargent sehe ich wirklich nichts mehr. Seitdem er im Doppelsturm spielt, sehe ich von ihm nichts mehr. Hm. Sieg. Wir haben beide richtig knapp gewonnen. Es ist durch. Wir haben beide so richtig knapp gewonnen. Ergebnis? Gut. Meisterschaft, wie auch so internationaler Wettbewerb. Wir sehen sie. Besser als Präsidium fragen, zack. Siebter! Früher gewonnen. 22 München Giesing. Bei München Giesing, die gammeln hier unten irgendwo. München 50. 68, oder? Oh, wir sind beide Siebter. Krass. Kaiserslautern wieder gewonnen. Sie sind Tim. Alter. Dortmund, Alter. DB Leipzig. Deutsche Bahn Leipzig. Wir haben schon wieder so on fire. Alter, Bayern so ohne. Ich predikte, wir haben wieder unentschieden gespielt. Oh, gegen Ottensen verloren. Wo sind denn die überhaupt? Ottensen ist Siebter. Oh, wir werden absteigen, was ist denn schlimm? Ich bin ja auch abgestiegen letzte Saison meiner zweiten Mannschaft. Das war ja gegen Rauch. Rolf Hoch. Digga, was macht Rolf Hoch da? Er hat nichts gezeigt. Oder hat er Vorlage gemacht? Die Vorlage gemacht. Wow. Tobias Röhl geht bei dir bald hoch. Das ist ja krass, warum ist immer noch nicht, ne? Obwohl er spielt. Ja. So, jetzt kommt Union. Sag's dir. Union. Queen's Park London. Bankgut haben 35 Millionen. Du spielst sogar noch in der Liga und im EFL Cup, glaube ich, ist das. Nee, ist es FA Cup? Ist FA Cup, oder? Dritte Liga. Ich müsste mich hocharbeiten. 17 Punkte sind Fünfter. Ich müsste mich hocharbeiten. 40 Spieler. Ja, gut, das Geld macht ja auch nichts aus dem Spiel. Ich kriege weniger Gehalt. Du hast weniger gehalten, du bist auch nur eine Saison da. Ich glaube, mein jetziges Team sogar besseren Marktwert. Heute Spieler. Stärke 0,3. Ein Durchschnitt. Zuschauerdurchschnitt, Kapazität. So, ey. Ich kann auch noch was anderes fallen. Mhm. Aua! 15. Aua! Aua! Hast du den auch gesehen? Du hast neue Interessenten. Ja, hab ich auch gesehen. Das hab ich hier oben schon gesehen. Hört Kent! Doch. Boah, die hat hier die auch Bock. Hertha! Ich geh zum Gegnerverein! Und ich Union, Alter! Ich stehe vor die Union, das ist ja so geil, Alter! Ich hoffe jetzt so hart darauf. Du auch? Ja! Vor allem, ich geh zu den Ball, ich geh zu den Ball. Boah, Babelsberg wäre auch geil. Ich geh zu den Ball, wie ich nie gehen würde. Aua. Gewinnst jetzt gegen die danach, meinst du nicht? Schade. Ja, doch! Oba und. Urwald, Wanderers! Probier! Ah. Queen's Park! Limmel! Lyon, die war nicht. Ne? Saint-Étienne wäre vielleicht möglich. Saint-Étienne wäre möglich. Sag ich hier. Steam Zagreb! Schade. Oh, Skien! Norwegen wäre auch eine geile Reise, Mann. Hartberg. Oh, Hartberg ist ja auch nicht so schlecht. Klagenfurt. Ist so geil eigentlich. Klagenfurt. Weil das Ding ist, die haben nur verloren, die kannst du wieder zurückbringen. Ja. Watch Posen. Ich denke, das heißt ja. Warrior Moskau. Ich denke, das ist erstmal genug für einen. Ich will zu Warrior Moskau. Basel. Basel. Ich denke, da kommt nichts Besseres mehr. Große Bottizer. Die denn? Alter. Malaga.
Okay, let's go. HP, Union hat mich abgelenkt. Da war nix. Hertha. Union ist raus, komischerweise. Die sind dann raus, glaube ich. Klagenfurt ist immer noch drin. Okay, vielleicht Union raus zu sein. Eiber. Bei dem machst du auch, ne? Ja, bei der Stadt auch. Napoli habe ich auch probiert gehabt. Vielleicht nochmal? Löwen. Cool, ja, nochmal zusammen in die gleiche Liga zu wechseln. Ja. Ah, siehst du, muss in die zweite Mannschaft wieder. Gemeinsam in einer exotischen Liga wäre schon geil. Mhm. Dann haben die wenigstens einen neuen Keeper. Max Breu. Fendler-Treffen. Fendler-Treffen. Nice! Ich geh mal die Tür ran. Ja. Der Zetze ist erkältet. Nichts passiert. Ne, was? Den habe ich? Ich kenne ihn nicht mal, siehst du? Den habe ich? Ich kenne den nicht mal. 8,3 AZM. Weißt du, den würde ich jedes Spiel einsetzen. Du kennst den nicht mal. Ist das? Ich kenne ihn nicht mal. Ja, den Schiedsrichter kenne ich gar nicht. Wolfgang Lauber ist durch Schiedsrichter. Das Ding ist, wenn ich Heimspiel habe, hast du Auswärtsspiel. Digga. Ich habe nur Melvin Glock. Melvin Glock. Ich habe nur Melvin Glock. Der fährt die ganze dritte Liga. Ja, der ist halt nur für dritte Liga da. Wieder Doppelsturm. Ja, ich probiere es einfach jetzt. Es gibt eine offene Rechnung zwischen Auge und mir. Ja. Sind trotzdem abgestiegen. Stimmt, das war das, yo! Nee, hast du gewonnen, 3-1. Ja, ich hab gegen die gewonnen, dass die abgestiegen sind, dass ich in die Relegation komme. Und trotzdem hast du. Bin ich trotzdem abgestiegen. Sehr nice. Wie heißt der? Arroyo. Arroyo, Alter. Arroyo. Ich dachte, das wäre so ein russisches Zeichen gerade kurz. Aaron Hunt haben die. Ja, in der 7,0. Da ist er. Digga, der kriegt. Ah ne, wo kannst du, der kriegt immer eine Karte? Wegen der Schwalbe. Ah. Schulz. Digga, Bartels. Distanz ist einfach sein Ding. Ja, muss eigentlich sagen, du sagen. Ne, er hat sagen, du hast ein Tor von weit gemacht. Zwei. Einer Liga, einem Testspiel. Ja, und Bartels hat 4 Saisontore, wahrscheinlich weil alle 4 davon sind. Daniel Didavi! Hatten die letzte Saison auch schon? Echt? Weiß ich nicht. Kallig. Ballas. Der Ballas. Digga, wir haben dritte Liga wieder mehr Zuschauer wie zweite Liga. Ja, ich weiß auch nicht. Obwohl wir ja mittlerweile so gut in Form sind. Das gewinnst du ja auch, ne? Ecke. Aber irgendwie bewegen wir uns immer relativ im Gleichschritt hier bei den Teams, oder? Wie meinst du? Naja, wir sind immer so ungefähr gewinnen und verlieren immer sehr, sehr ähnlich. Ja. Wir dominieren halt schön durch, das gefällt mir halt. Aktuell ging es ganz gut, ja. Dann kommen wir die Downfall. Garrettson! Garrettson, das ist Talent, wichtig fürs Talent. Erstes Tor und erste Vorlage von One. Der macht eher die Tore kapper. Ist ja unten. Stürmer. Profi, Alter. Union führt. Was?
Das ist ungünstig für mich, Kappa. Bei dir sieht man irgendwie halt so gar nichts, ne? Ne, bei mir ist noch nicht. Gundian. Das ist immer da, wo mehr Zuschauer sind, passiert weniger. Also halt immer bei dir weniger. Ja, inzwischen schon. Der hat schon 5000 gelbe Karten gekriegt in der Saison. Oh. Bei dir ist Halbzeit, bei mir nicht. Nice. Der war ein bisschen woanders. Bei dir ist schon lange Halbzeit? Bei mir ist schon Ende wahrscheinlich. Bei mir schon ein oh, ja, Spaß. Bei mir als erstes. Ja, ich mach mal. Hab ich den mit? Jetzt sind wir wieder mit entschlossen. Willst du Adrian spielen lassen? Also ich würde wieder Attila Kusch bringen. Habe ich einen besseren offensiv? Nee. Du machst alles richtig. Du warst schon auf dem richtigen Weg. Du hast schon gestrikt, Nico Finger reinzubringen, ne? Nee. Schade. Siehst du, wenn er allein im Sturm ist, geht das. Ja. Jetzt kommen die auf immer hoch oder was? Kolubitsch. Jetzt passiert bei dir nichts mehr. Ja. Wär ich auch clean mit. Danny Lazza! Und dann sind die so kacke? Die da. Achso, da kommt jemand hier an den Cornula, was da. Guck dir das mal an, Mensch. Ach, der Kusch, der macht den jetzt aber. Ja, der ist nicht so gut. Schüler sein, Wechsel. Porat. Digga, der ist echt gut da, der Kopf. Oh, Junge, ist echt stark. Ja. Ach, komm mal. Das war wie deiner. Hä? Das war wie deiner. Ja, Andreas Albers ist im Abseits. Das ist bei dir wieder ab, oder? Ich habe eigentlich von seinem Grüßen Schuss erwartet. Vierte gelbe Karte. Du musst ja mal ein Vandenbergenspiel spielen. Warum spielt Schei? Nee, der ist ja noch verletzt. Das heißt nicht. Ah, stimmt. Der ist noch, ich war schon jetzt. Nein, hab ich das wieder aktiviert oder was? Wo ist denn Vandenberg? Reicht der nicht mit? Doch, da ist er. Warum muss der ein Spiel durchspielen? Commander. Amena. Du hast nur noch deine Hausaufgaben. Ja, ich weiß nicht. Ja, genau, ich hätte es. Oh. Tom, überprüft. Negativ, Jungs, negativ. Was soll denn da gewesen sein? Wegen V hätte ich gegeben. Der Rasensprenger geht an. Tom hätte ich gegeben. Jetzt, Jungs. Entscheidendes Treffer, würde ich sagen. Mit Sadowski. Knotz, vierte Vorlage. Also gleich reicht's mir. Mach du mal weiter. Ich mach schon. So, Spiele sind zu Ende. Du hast gewonnen, ich hab gewonnen. Jetzt ist die Ruhe! Der Würzburg hat eine Tordifferenz von 18 zu 17 und die sind eins hinter dir.
Hinter mir. Klagenfurt bei dir. Ey! Frankfurt hat minus 8,1 Millionen. Ich glaube, ja. Erster in der Liga. Mit 4 zu 17 Toren. Also ein Punkt. Höchster in der Liga. Ich glaube, das ist nichts für mich. Also 11 damit minus Bankguthaben. Das sind halt auch Seiten. Das ist aber mit 30 Millionen auf dem Konto. Und wir haben einen Marktwert von einem Team von 41 Millionen. Ja. Und mit 30 Millionen kannst du da über 5 gut was machen. Der Wechsel wird kurz vollzogen. Das war's schon wieder. Herzlich willkommen bei Amiens. Ich gehe ein Risiko ein. Ich gehe ein richtig dickes Risiko ein. Guck, jetzt hat neu 0,0. 0,0. Neu 7, Tobias Röhl, Junge. Predator Slayer. Ja. Ausverkauf, 6000 Leute. Ich würde gerne bei dir jetzt mal die Spielplan wissen. Weißt du? Wo kann ich denn hier Stadion ausbauen? Da musst du aufs Hauptmenü gehen. Hier? Dann Stadion an sich. Da neben dem Stadion an sich. Ah. Ah, okay. Die Plätze sind die billigsten Sachen. So. Oh, bei mir ist nächste Woche englische Woche. Toi! Du bist in der zweiten Liga. Ich weiß. Oh! Okay. Was hab ich denn für ein Rentner? Aber dann 20-Jähriger mit 3 Sternen. Du könntest dir Gerritsen kaufen. Für links, ne? Ja, aber der ist. Der für Keeper habe ich bitte. Weil der ist Top-Talent, du hast kein LAV übrigens. Doch, hier. Der wurde 8,8er, der ist 26 Jahre alt. Ich glaube, da wäre Gerritsen viel besser. Du könntest dir theoretisch auch so diesen krassen Stürmer, den ich damals bei Mannheim hatte, kaufen. Warte mal. Nice. Gerritsen. Du hast noch zwei Verletzte, glaube ich. Dicker Außenbeteiliger. Da ist er. Der kostet auch nur 2 Millionen nicht mal. 1,7. Oh. Aber der wäre schon krass, nicht? Ja. Ja. Borna Sosa wäre ein geiler Transfer. So. Ich guck dann einfach mal nach dem nächsten Spiel, ne? Wo ich halt noch was brauche im Winter, ne? Ja. Und dann. Oh! Guck mal, wir spielen euren Unterschied. Sonntag. Dann machen wir vielleicht mein Spiel und dann ist es in der nächsten Folge. Ja, können wir auch schon. Das ist, glaube ich, besser. Ja. Weil sonst haben wir jetzt zwei Spiele. Da kannst du machen in der neuen Folge als Titel: Erstes Spiel beim neuen Verein. Wird es genauso schlimm wie vorher. So schlimm war es halt nicht. Ja. Du hast einen Fanclub besucht. 6-7 am Tag, damit er seine Karriere beendet. Das geht ja gut. Ja, dann nutze ich jetzt halt so diesen Song erstmal, um mich wieder zu finden. Ich bleib da jetzt ein paar Jahre. Stimmt. 10 Jahre später. Ich bin weg. Ich hab doch keinen Bock mehr. Wir sind mal in der zweiten Liga. Raus! Das Ding ist, ich glaube, mein Kader ist gar nicht mal so kacke.
Vor allem 30 Millionen zweite Liga, du kannst ja einfach aus der Bundesliga locker ein paar Spieler kaufen, weißt du? Ist ja auch mein Ziel. Ist halt krass so. Ich versuche ja Borna Sosa für links zu holen. Weißt du, das ist halt einfach krass so. Ich bin in der dritten Liga, ich kann mir keinen Ziel aus der Bundesliga leisten, weißt du? Ja. Ich denke. Ah. Oh. Ui, nee, okay, nee. Hasan Schipper auch nicht gerade so gegen 27. Hm. Mura vielleicht auch nicht so unbedingt. Hm. U0. Rostock schickt den Dresden. Und du bist ja auch immer noch bei dir im Pokal drin, nicht? Ich würde mal gerne wissen, wie du jetzt im Pokal spielst. Ach du Scheiße. Da war gar nicht drauf geachtet gerade. Ja. Knopf ist einfach geil. Bleibst du jetzt doch bei Wiesbaden noch dieser? Wenn es so läuft wie gerade? Dann schon. Ach, keine Ahnung. Mich reizt, ich muss sagen, mich hat Deutschland nicht mehr gereizt. So. Mir geht's halt, ich werde aufsteigen, weißt du? Ich hätte halt nur die Bundesliga gereizt. Ja, wenn ich halt mit Wiesbaden jetzt nicht in drei Saisons oder so, wenn ich jetzt mit Wiesbaden nicht in drei Saisons den Aufstieg in die Bundesliga schaffe, weißt du, dann sag ich auch gut, ciao, weißt du? Boah, das war aber knapp. Die haben Gammel im Tor. Die Gammel. Mich würde echt mal interessieren, warum der Kader so, warum wir nur Neunter sind. So. Mhm. Stell dir mal vor, so auf einmal ist das so Paris Saint-Germain in der zweiten Liga. Abgestiegen. Vierter war. Digga, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber die treffen halt so alle mal, weißt du? Hoch mit der dritten Vorlage. Hoch, der hat jetzt die letzten zwei, drei Spiele echt gute Leistungen gezeigt. Also ich muss sagen, ich lasse den auch wirklich drin. Nicht. Also der Hoch dreht echt ab. Der will man. Maupel. Der macht jetzt, muss aber auch hochgehen. Von der Stufe. Sadowskis dritte Vorlage. Jetzt muss Wauber aber auch die Stufe hochgehen. Ich glaube irgendwie nicht. Ah, deine Außen gefällt mir. Deine Außen. Außen geht ab, ja. Obwohl es mit die schlechtesten sind. Wauber Doppelpack erstmal. Vierte Holger Knopf mit der fünften Vorlage. Krass. Außen waren sie doch nicht gut. Vor allem Hucher einfach drei Vorlagen und drei gelbe Karten. Solide 4-1. Ja. Ja, leck mich meinen Arm an, wenn dir das Spaß macht. Kaiserslautern gewinnt 30 in Duisburg. Fernsehinterview. Achso, was bist du? Fernsehen? Ergebnis. War geil, Jungs. Meisterschaft ist drinne. Sieg fürs Derby gegen Sandhausen. Sieg. Warte, ich mal was nachgucken. Hier, oder? Ich muss bei dir gucken. Hm. Portugal, Rumänien, Russland. Es geht nach Buchstaben. Du musst weiter nach rechts. Nee, Frankreich ist weiter rechts. Es geht nach Buchstaben. Hm? Da, das ist Frankreich. Nee, das ist Österreich. Schade, ich dachte, das ist Frankreich. Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien. Ja, du hast nicht gespielt, dran hat nicht aufgezeichnet. Ah! Oh gut, damit sehen wir uns bei der nächsten Mal. Uja Fußball wieder. Und Hatonise! Nikolas Maupel! Ivanov! Chattel ist auch noch da. Wir sehen uns. Tschüss! Ciao!